Ja, sind wir an der Stelle, wo ich eigentlich immer filme. Da hinten sieht man noch die Reste meines Lagers. Die hat der Sturm, ja, umgeblasen. Die Zeltplane lasse ich so da liegen. Da kann jetzt nichts mehr drankommen. Und wenn es mal dieser Tag etwas trockener ist, werde ich wieder zurückkommen und das Lager neu aufbauen. Das heißt, ich werde da hinten das, die Gestänge, die da hinten sind, die werde ich da lassen und werde diese nehmen und auf die andere Seite noch mit drauf tun und werde mir dann da meine Tarp spannen, aber diesmal besser und sicherer und nicht mehr mit Bungee Cord, weil das hat sich nämlich total gelockert. Das war eigentlich sehr stramm gewesen. Hätte nicht gedacht, dass das so nachgibt. Naja, so wie ich das da hinten sehe, ist da wohl ein Baum umgestürzt. Ja, den hat es zerrissen. Und da stand früher meine Tarp schön versteckt im Wald. Denn hier ist es eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, ich habe das mal in einem anderen Video gezeigt. Da war die Tarp, die ist ja, da hinten liegt sie, die ist ja selber noch so grün, dass sie diesen Tannennadeln hier ähnelt, von der Farbe her. Tja, und es ist auch schon ziemlich dunkel. Und ich wollte eigentlich 2-3 Videos drehen heute. Aber ob ich das jetzt noch schaffe? Na, ich werde mal Gas geben. Und zwar hatte ich 2 Moras mitgebracht. Einmal das Outdoor 2000 und das Bushcraft Triflex. Und dann hatte ich noch 2 günstige Äxte, die ich in einem anderen Video schon mal vorgestellt habe, mitgebracht, um zu zeigen, dass die eigentlich gar nicht so schlecht sind für den Preis. Vielleicht kriege ich es noch hin bei dem bisschen Tageslicht. Noch einen kleinen Rundumschwenk machen hier. Was allerdings das Gute am Regen ist, hier flitzt keiner durch den Wald. Ich bin hier den ganzen Weg durch den Wald geradelt und habe nicht einen Menschen gesehen. Ja doch, 2 Rentnerinnen, die standen circa 1 Kilometer weiter unten am Schwanenteich und waren die Enten und Schwäne am Füttern. Aber, na gut, ich würde nicht sagen, die zählen nicht, aber man hat es doch ein bisschen ruhiger, wenn es regnet. Vielleicht soll ich öfters in den Wald gehen, bei schlechtem Wetter. Da habe ich meine Ruhe. Wie man hört, so in den letzten Videos mit dem Wald, die ich im Wald gedreht habe, da war doch immer sehr viel Krawall. So Waldarbeiter oder Kinder, die gespielt haben und so. Also nicht, dass ich was gegen Kinder habe, aber das gibt es ja gar nicht. Hier ist immer noch ein Moskito. Unfassbar. Nicht, dass ich was gegen Kinder hätte, um Gottes Willen. Ich habe selber eins, meine Frau oder Freundin hat 2. Ich liebe Kinder. Gibt nichts Schöneres. Aber wenn man da so ein Video am Drehen ist und man hat da nur Geschrei und Gebrüll, dann denkt man auch, ja, du kannst das Videofilm sein lassen. Aber genug geschwätzt, ich lege jetzt los. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.